Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Isenberg, das war ja eine halbe Oppositionsrede. Herzlich willkommen. Und dass Sie hier das Projekt von Herrn Chaya schon wieder aufkündigen und auf die nächste Legislaturperiode verweisen, zeigt ja auch, so ganz ist der Haussegen noch nicht wieder im Lot in dieser Koalition, habe ich den Eindruck. Aber wir sind gespannt, wie die Beratung dieses Gesetzes hier weitergeht. Zur Sache. Das Bundesverfassungsgericht, das ist angesprochen worden, hat das deutsche System der Zwangsbehandlung bei Freiheitsentziehung gründlich durcheinandergewirbelt. Der Bundesgesetzgeber hat durch eine Anpassung der betreuungsrechtlichen Vorschriften der BGB darauf reagiert. Und nun will der Berliner Senat die Zwangsbehandlung bei Freiheitsentziehung für das Land Berlin auch regeln. Ob der absolute Ausnahmecharakter einer solchen Behandlung im Entwurf hinreichend zum Ausdruck kommt, werden wir bei den anstehenden Beratungen zu erörtern haben. Schließlich sind in der Konsequenz aus den Forderungen der UN-Behindertenrechtskonvention vor allem ambulante und am patientenorientierte Strukturen gefordert. Und wir Grüne wollen nicht, dass weiterhin nach dem Motto, wenn keine andere Form der Behandlung möglich ist, dann muss der Betroffene halt in die Psychiatrie verfahren wird. Wir wollen lieber die Psychiatrie auf der Grundlage der Freiwilligkeit weiterentwickeln, denn Selbstbestimmung auch von kranken Menschen muss ermöglicht und befördert werden. Herr Isenberg hat es schon angesprochen, besonders problematisch sind die Betretensregelungen der Wohnungen der Betroffenen. Stichwort: der sozialpsychiatrische Dienst macht in Zukunft auch Hausbesuche zu erörtern. Das hat uns bisher noch nicht überzeugt, dass das nötig ist. Das ist nicht nur ein erheblicher Autonomieverlust, sondern gerade bei Personen mit Verfolgungsvorstellungen werden durch solche Regelungen mehr Probleme geschaffen als gelöst. Wir wollen im Gesetz auch eine zeitliche Begrenzung der Fixierung. Es kann einfach nicht sein, dass Menschen über mehrere Tage oder gar Wochen in der Psychiatrie fixiert werden und damit sehr tiefgreifend in ihre Rechte eingegriffen wird. Wir wollen, wie es das bei Strafgefangenen auch gibt, für Psychiatriepatienten das Recht auf einen täglichen Spaziergang unter freiem Himmel. Das erfordert an der einen oder anderen Stelle bauliche Umgestaltung. Aber was wir Strafgefangenen gewähren, sollten wir kranken Menschen nicht vorenthalten. Des Weiteren wollen wir, das kommt uns im Gesetz zu wenig zum Ausdruck, die autonomieschützenden Patientenverfügungen stärken. Wir wollen das ins Gesetz ausdrücklich aufnehmen, dass sie zu berücksichtigen sind, dass darüber breit aufzuklären ist, dass diese zu erfragen sind und dann auch Beachtung finden. Wir können uns auch weitergehende Verfahrensrechte der Betroffenen vorstellen. Da ist im alten PsychKG das ein oder andere drin gewesen, was jetzt weggefallen ist. Informationsrechte von Angehörigen, Konsultationspflichten gegenüber Rechtsanwälten. Da werden wir noch mal genau gucken und werden das in den Ausschüssen dann vorschlagen. Und wir wollen vor allem auch die Dokumentationspflichten, gerade bei der Zwangsbehandlung, noch detaillierter geregelt wissen. Wir müssen auch darüber reden, dass wir eine Diskrepanz haben, auch in anderen Bereichen, wo die Freiheit entzogen wird, haben wir eine Diskrepanz zwischen dem Gesetzestext und der zum Teil recht trüben Praxis. Deswegen begrüßen wir außerordentlich die konkreten Regelungen zur Besuchskommission. Das ist von der Wortwahl so ein bisschen zurückhaltend. In der Sache geht es hier um Kontrollkommission für die stationäre Psychiatrie. Das ist genau das Richtige, denn die Betroffenen selbst können ja nicht darüber berichten. Die sind ja häufig Oberkante, Unterlippe voll mit Psychopharmaka. Wer das mal erlebt hat, da ist mit Gesprächen nicht so weit her. Und sie können auch im Nachhinein nicht schildern, was ihnen passiert ist. Deswegen hier richtig die unabhängigen Besuchskommissionen. Wir sollten auch die gesamte Diskussion über psychische Erkrankungen immer in einen Umstand, der ungefähr einem Drittel der bundesrepublikanischen Bevölkerung widerfährt, wie wir wissen, und auch kein ganz kleiner Umstand. Die Zwangsbehandlung in Berlin im Jahre 2011 waren 1800 Fälle rund. Also es ist schon eine relevante Größe. Da sollten wir drüber ins Gespräch kommen, weshalb es häufig nicht wirklich funktioniert mit der vorstationären Bereich,
Wir brauchen mehr niedrigschwellige Hilfsangebote im vorstationären Bereich. Und zuletzt hat der Fall Mollat in Bayern ja gezeigt, dass die geschlossene Psychiatrie einer der sensibelsten Bereiche des bundesrepublikanischen Rechtsstaats ist. Und dem wollen wir auch mit der Debatte über dieses Gesetz Rechnung tragen. Ich bin gespannt, wie das in den Ausschüssen weitergeht. Ich danke Ihnen.